Das zu alles zu seiner Zeit. Genau. Oh, jetzt. Warte. Jetzt habe ich immer noch die Musik an. Das geht natürlich nicht. So. Gut. Das so sieht Rome Total War aus. Also Rome Total War, damit du das einschätzen kannst, ist ein Strategiespiel, das eine Mischung aus Echtzeitstrategie und rundenbasierte Strategie ist. Das bedeutet, du hast ein Riesenreich, oder also am Anfang so ein paar Städte, und die musst du halt ausbauen, und das ist alles rundenbasierend. Und wenn es dann zur Schlacht kommt, das ist dann Echtzeit. Genau. Tu mir einen Test, ob du die Challenge gut kennst, nicht nachgucken. Oh, Rake, du kleiner Troller. Welche sechs Fraktionen sind feste Verbündete? Also, du bist so ein Schüler gerade, ganz ehrlich. Welche der folgenden Fraktionen dürfen dein Klientel sein? Rom. Welche der folgenden. Du bist so cool. Okay. Gut, ich bin für die mündliche Prüfung gut vorbereitet. Gut, also, erstmal, welche sechs Fraktionen sind feste Verbündete? Alle Hellenen sind feste Verbündete. Das heißt, Athen. Warte, ich muss mal kurz. Warte, darf ich im Spiel nachschauen? Also, Rom darf ich als Verbündete hernehmen. Massilia darf ich hernehmen. Pergamon, Ägypten, Seleukiden. Warte, wie viel waren das jetzt? Warte mal. Also, Athen, Knossos, Rhodos, Pergamon, Rom. Warte mal. Nee, Rom darf ich nicht zu. Doch, Rom auch. Massilia, Ägypten. Nee, die du nehmen musst. Ach so. Ja, alle hellenischen Staaten. Reicht das? Ich mach mal mit der 2 weiter. welche Fraktionen dürfen dein Klientel sein? Rom, Athen, Epirus, Avena. Ach, das ist doch einfach. Rom und Athen. Epirus ist schon tot. Und Avena sind keine Dinger. Ich erinnere mich daran, wieso Schule scheiße ist und ich das Gott sei Dank hinter mir habe. Naja, Sarah, du hast so eine Mischung aus Schule und Ausbildung, denke ich mal, momentan. Also, ja, okay, Vorlesung. Ja, wobei Vorlesung ist so eine Mischung, würde ich schon sagen. Gut. So. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo wir gerade stehen. Also hier. Genau, da habe ich Adeyayay Schweinebacke weggemacht. So heißen die auch. Odrysen. Wer ist denn gerade gut mit mir? Ah, okay. Da schaue ich mal kurz bei Diplomatie. Die mögen mich ziemlich. Aber das ist mir egal, weil die mache ich fertig. Das darf ich ja, ne? Ja, das sind Balkan. Die Geten. Ich weiß halt nicht, ob ich nach Norden gehen soll. Oder ob. Also, die Römer, die lasse ich wahrscheinlich gerade. Warte, Rack. Wie sieht's mit der Etruskischen Liga aus? Weil die sind ja rein theoretisch, kommen die. Also da streiten sich ja immer noch ein bisschen die Forscher und so weiter, die Archäologen, weil die Etruskische Liga ist ja hellenisch. Die kommt, also die einen sagen von Griechenland, die anderen sagen, das sind die Flüchtlinge von Troja. Na gut, dann muss ich sie töten. Ich mache das total gerne so, dass ich die Etruskische Liga pushe, also mit Geld voll pumpe, damit sie Rom platt machen. Das sieht immer ganz lustig aus. Gut, genau, Knossos, die mögen mich ja, das ist ganz gut. Da muss ich mal schauen, dass ich irgendwas mit denen anfangen kann.
Pergamon wird ziemlich schnell sehr groß, die muss ich beobachten. Also, was interessant ist, man kann die Verbündeten auch gut klein halten. Also, das habe ich ja bis jetzt. Ab mit dem Kopf! Das habe ich bis jetzt nicht so gemacht, in den Let's Plays und so weiter. Aber wenn jetzt Pergamon groß wird und der zum Beispiel jetzt die Baktrier oder die Seleukiden oder so als Feinde haben, dann kann ich die beiden mit Geld pushen, so dass sie mehr Armeen ausheben können und quasi Pergamon platt machen. Und ja, also so kann man um die Ecke quasi immer noch seine Verbündeten klein halten, so dass sie einen nicht in den Weg gehen. So. Adink, Knossos, Pergamon, Rhodos, Massilia, Pontos. Pontos habe ich vergessen. Genau. Genau, Pontos statt Ägypten. Okay. Ah ja. So. Genau, ich habe ja jetzt Seleukiden und Ägypten mit reingenommen, aber diese kommen ja von Alexander den Großen und nicht von Griechenland. True, true. So, habe ich gerade schon weitergemacht? Nee, noch nicht, ne? Dann machen wir erstmal jetzt. Genau, jetzt ist quasi die Runde vorbei. Das heißt, ein Jahr vergeht. Und die Gegner machen jetzt ihre Züge und so. Genau. So, mit dem Rest der Hellenen darfst du dich zwar verbünden, die darfst du aber auch einfach killen. Okay. Gut, gut, gut. So, jetzt sind wir. Wisst ihr, oh Gott, ich habe gestern gelesen auf Twitter, dass YouTube jetzt ein neues Update startet, Ende Oktober. Oder beziehungsweise, die haben ja schon abgedatet. Und die machen es jetzt so, dass, also, das ist nur blöd für so YouTuber, also für Leute, die Let's Plays machen und so weiter, weil die machen die automatische. Nee, ich muss anders starten. Man kann, wenn man ein Video hochladet, kann man das automatisch einstellen, dass das Video oder die Videos mit gewissen Keywords, also so bestimmten Begriffen, automatisch zu einer Playlist hinzugefügt wird. Also das heißt, wenn ich so ein Sparta Let's Play, ein Assassin's Creed, ein Northkind oder Northkind, Northgard Video hochlade, dann muss ich die nicht, da muss ich nicht warten, bis sie hochgeladen sind und dann manuell einstellen, dass sie in die richtigen Playlists reinkommen, sondern die werden automatisch reingefügt. Und jetzt, was macht YouTube? Die wollen die Creator pushen und unterstützen. Und jetzt geht das nicht mehr. Also das geht nur noch diesen Monat und danach geht diese automatische Zuweisung nicht mehr. Ich frage mich, warum nicht? Also das ist das, was ich am meisten benutze. Also ich habe jetzt für Wildlands habe ich jetzt fertig gespielt und die Let's Plays gehen jetzt bis Ende diesen Jahres, also immer zwei pro Woche. Und da habe ich in einem Durchgang habe ich glaube ich 20, 30 Let's Plays hochgeladen. Also mein PC war da, keine Ahnung, 2 Tage nonstop an Hochladen. Aber das Krasse ist, ich musste da nichts mehr machen. Also ich habe während dem Einstellen habe ich halt das Bild gemacht und gesagt, wann das hochkommt.
Und es wird, sobald es hochgeladen oder sobald es online geht, das heißt, das Video, was ich jetzt nächste Woche hochladen werde, also das ist hochgeladen, aber wenn es online geht, das ist bis dahin unsichtbar. Und dann wird es automatisch, sobald es für die Öffentlichkeit zugänglich ist, wird es dann automatisch in die Playlist zugefügt. So, wenn ich jetzt so eine Fuhre an Let's Plays hochlade und dann gleich schon sage, so ja, das kommt in die Playlist und das in die, dann seht ihr das schon. Also ihr seht dann so, ja, das Let's Play Nummer 30 ist hochgeladen, das schaue ich mir an. Und dann seht ihr in der Playlist so, hey, da sind ja noch sechs andere Videos, die halt dann auf privat gestellt sind. Aber ihr wisst so, ja, cool, naja, also wenn es schon hochgeladen ist, warum zeigt er es uns nicht? Und so ungefähr. Also, weiß nicht. Oder ihr könnt das positiv sehen und so sehen, so, ja, die nächsten Let's Plays sind gesichert, so. Aber das sieht halt so dämlich aus. Und deshalb macht er, wie gesagt, extra Arbeit. Also ich verstehe es nicht. Naja, gut. So, ich musste mal kurz meckern. Entschuldigung. Aber das ist so dumm. Naja, gut. Jetzt bin ich wieder da. Hallo. Gerade bei Leuten, die vorab schon bestimmte Spiele spielen dürfen. Ja. Das ist halt. Ich weiß nicht. Vor allen Dingen so strategisch, beziehungsweise, also ich sage es immer strategisch, aber so, wenn man nachdenkt, macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also, warum sollte man so eine Mechanik wegtun? Also, die haben halt geschrieben, dass sie das wegtun, weil das irgendwie. Oh. Muss sicher die öffentliche Ordnung noch pushen, weil das keiner benutzt, aber jeder benutzt das. Also die kleinste Geige der Welt. Ja, mach das. Jetzt musst du es so machen. Du hast gesagt, dass du es machst. Sonst bin ich enttäuscht, wenn du es nicht machst. Gut. Wie sieht's hier aus? Ihr sollt Kinder bekommen hier. Was ist los? Autorität, Autorität, Geheimaktion. Könnt ihr. Ja, das bringt hier nichts. Ihr müsst Kinder bekommen. Jungs. Was ist los bei euch? Naja. So. Okay, also, was ich jetzt machen will, ist, ich werde die Odrysen wegmachen, weil allein der Name ist blöd. Odrysen. So, und zwar ich werde hier hochgehen und dann hier so ein paar Runden plündern. Das heißt, ich bekomme mehr Einkommen und die öffentliche Ordnung von denen sinkt noch weiter. Und dann würde ich sagen, dass wir hier die Stadt nicht einnehmen, sondern erstmal so zwei, dreimal plündern. Also plündern, dann weggehen, dann baut er sie wieder auf, dann plündern wir nochmal. Und ja, weil wir brauchen echt Kohle. Wir brauchen die Kohle. Weil das ja mit dem ganzen Handel ist ja jetzt sehr, sehr blöd. Da kommen wir ja nicht so leicht hin. Mein Freund kommt jeden Moment von seinem ersten Arbeitstag in den neuen, in der neuen Stelle. Ich bin sau gespannt, wie es war und muss mich daher verabschieden. Bis dann und viel Spaß. Hey, cool. Dann schöne Grüße, Charlie. Und ja, hoffentlich bis ja, demnächst mal, ne? Schön, dass du da warst. Jo. Genau, wie sieht's denn mit der öffentlichen Ordnung aus, wenn ich rausgehe? Plus 3, das passt. Gut, dann plündere ich halt ein bisschen.
Genau, jetzt haben die minus 9, das ist ganz praktisch. Und wir bekommen 2500 nächste Runde. Das ist gut. Dann gehen wir hier mal ein bisschen auf die Bibliothek, weil unsere Spartaner müssen nämlich auch in die Schule und lernen. Vor allen Dingen müssen die halt, ja, bisschen schneller forschen. Da Oris, wie mögen die mich? Wie mögen die mich? Die mögen mich gar nicht. Das ist doch sehr schön. Seid ihr mutig oder töricht oder einfach nur verrückt? Spricht und ich höre euch an, ehe ich euch das Fell abziehe. Ist das in Ordnung, wenn man das als Beleidigung und so sieht? Also so, dass es eine Kriegserklärung begründet? Ja, ich weiß, das sind keine Helene, aber ich wollte nur fragen, was er halt gesagt hat. Ob das eine Kriegserklärung begründet. Also ich würde sagen, wenn man das zu einem Spartaner sagt, dann könnte man schon sagen, das ist ein Krieg wert. Gut. Bye bye. Das Problem ist, hier habe ich keine Fullstacker mehr. Hätte ich wahrscheinlich früher schauen sollen. Aber wir haben noch Geld für zwei weitere. Und eine Fullstack-Armee brauche ich da eigentlich nicht. Das ist ja nur eine kleine Stadt. Mit einer fetten Stadtmauer. Okay. Gut. Okay, dann schicke ich mal den Spion nach drüben. Weil die werde ich noch nicht gleich angreifen. Weil so heftig sind wir noch nicht, dass wir mit uns mit zwei gleichzeitig anlegen können. Renja voll krank ist. Echt? Oh Mann. Oh Mann. Ich hatte echt gehofft, dass sie noch die Kurve kratzt, sage ich mal. Die klangen. Also am ersten Tag klangen sie schon ein bisschen belegt, am zweiten sehr, sehr belegt. Und dann so, Mann. Ein Abkommen zwischen uns würde die Götter erfreuen. Ich Voll wünsche dir schade. nicht zu erzürnen. Hat's richtig erwischt. Mann. Ja. Naja. Dann. Ich glaube, es tut ihr aber in dem Sinn ganz gut, weil die arbeitet ja auch komplett durch. Das ist ja. Ja. So muss sie sich mal ausruhen. Vielleicht ist es ganz gut. Ja. Naja. Aber so eine Krankheit ist halt auch nicht erholsam. Das ist halt die Kacke. Ja. Naja. Gut. Also Rang erhöht. Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Wo ist mein Spion? Ich möchte bitte erfahren, wie groß seine Armee hier ist. Und das dauert noch ein bisschen. Ich könnte kurz. Ah, ich weiß halt nicht. Warte mal. Ich gehe mal kurz hier hin. Okay. Er hat eine Full-Stack-Armee da. Das Problem, also ich würde gerne hier hingehen und nochmal so zwei, drei Hopliten holen. Aber dann hat er Zeit, Epidamnos einzeln. Egal. Hier sind noch Athener. Ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert, wenn wir hier nochmal ein bisschen pushen. So, also. Und wenn wir hier eine Fullstack-Armee haben, können wir den auf jeden Fall besiegen. Wie groß ist seine Garnison? Eine Achter. Okay, das passt. Also jetzt eigentlich. Was? BTTV? Was ist das? I don't know what this is. Und die haben immer noch negativ, obwohl ich hier positiv.
So, jetzt. Ja, die haben halt. Wieso haben die immer noch negativ? Kulturelle Unterschiede. Das wird ja ein bisschen weniger, sobald ich einen zweiten Tempel hier habe. Ja, und vor allem Hellenisch geht schon hoch. V nicht W. Better Twitch TV haben wir schon drüber geredet. Ah, ich komme gerade nicht drauf, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch das noch nicht nachgeschaut, ob man dafür auch die 50 Follower braucht oder nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man das braucht, weil man, keine Ahnung, so die ganzen Special-Dinger bei Twitch, dafür braucht man, muss man Affiliate sein, so gefühlt. Korruption ist immer gut, wenn das niedrig gehalten wird. Lobdance. Ah ja, genau. Ja, das meinst du. Okay, ja. Nee. Nahrung Plus brauchen wir gerade nicht, aber ich würde sehr gerne die Korruption so niedrig halten wie möglich. Und die politischen Aktionskosten und so weiter. Und Vorkommnisse. Ja. Das ist wichtig, wenn man das so schnell wie möglich ausmerzt. Was auch super interessant ist, ja, diese Mechanik, dass hier, warte mal, Steuersatz, wo bist du eigentlich drinnen? Ah, du bist in der Armee drin, okay, dann machen wir das. Was interessant ist, hier bei Rome Total War 2 gibt es ja diese Mechanik, also wie in fast allen Rome Total War 2 davor, danach gibt es das ja nicht mehr, die Mechanik vom Bürgerkrieg und von der Korruption und so weiter. Wobei in Thrones of Britannia gab es das, glaube ich, auch. Nur halt kein Bürgerkrieg, sondern soweit ich mich erinnern kann, da konnten nur die Agenten abtrünnig werden oder verräterisch werden oder so. Naja, auf jeden Fall ist das so eine Mechanik, die ich wirklich bei Troja, also Rome Total War Troy, überhaupt nicht vermisse. Weil die ganzen Politik-Sachen sind so viel besser, wenn sie halt ein bisschen vereinfacht sind. Und vor allen Dingen, wenn halt so dein bester General oder dein Thronerbe so quasi keinen Bock mehr hat und ja, richtig schön realistisch irgendwo seine eigene Familie gründet und dann abtrünnig wird, und es ist einfach, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und das haben die bei Troy zum Glück weggelassen. Naja, aber Troja ist halt ein bisschen vom... Hä? Wohin geht der denn? Das ist halt einfach vom Balancing noch überhaupt nicht genug ausgereift. So, der will jetzt dahin, aber das ist mega dumm von ihm, weil dann kann ich zu seiner Hauptstadt und die halt einfach einnehmen. Das war so mega dumm von ihm. Vor allem, wenn er jetzt dahin geht. Klar, ich brauche ein bisschen, um dahin zu kommen, aber wenn ich ihn da erwische, was ich jetzt übrigens auch machen werde, wenn ich ihn da erwische, dann ist er festgehalten. Also er kann nicht weg. Und das ist einfach nur dumm. Gut. So, hier ein bisschen Militär, hier Militär weg. Gut, also das war das Beste, was er für mich hätte machen können. Super. Ha. Easy. Ups. Der hat was bekommen. So. Ah, der Stratege. Okay, gut.
Dann schauen wir mal einmal noch mal kurz bei der Politik. Die haben trotzdem nichts für Kinder bekommen, irgendwie bekommen. Die können noch mal die können verheiratet werden und die sind erst 25. Das ist doch schön. Weil die, ja, es war nur eine. Okay, gut. Der hat schon eine Frau. Was hast du für einen Mann bekommen? Ein ehrgeiziger Mann plus 5 Korruption. Ist natürlich nicht so gut. Ehrgeiziger Mann. Naja. So. Dann schauen wir mal.